best if you just get out of here. Das Remake von Silent Hill 2 hatte es von Anfang an nicht leicht. Das Original ist ein Meilenstein des Horrorgenres und wird bis heute von Fans in den Himmel gelobt. Und das will Entwickler Bloober Team nun in die Moderne hieven, inklusive neuer Kameraperspektive, mehr Inhalten und schickerer Grafik. Sakrileg, sagen die einen. Na endlich, sagen die anderen. Gerade weil das Original Silent Hill 2 einen so großen Einfluss auf sein Genre hatte und immer noch so beliebt ist, spaltet das Remake seit der Ankündigung Fans der Serie in zwei Lager. Für die einen hat das hier bis auf den Namen nicht mehr viel mit Silent Hill 2 zu tun, für die anderen ist es eine gelungene Frischzellenkur. Wir haben das Remake, das am 8. Oktober für PC und PlayStation 5 erscheint, 3 Stunden lang angespielt und können nun endlich sagen, Silent Hill 2 macht ganz schön viel Spaß. Warum wir positiv überrascht sind und woran es aktuell noch hapert, das klären wir jetzt. Und noch so viel, wir konnten leider nicht selber aufnehmen, die Bilder stammen also vom Publisher. Silent Hill 2 erzählt die Geschichte von James Sunderland. Der erhält zu Beginn des Spiels einen Brief seiner eigentlich verstorbenen Frau. Darin lockt die tote Dame James ins titelgebende Städtchen Silent Hill, so weit so bekannt. Auch die ersten Spielminuten kommen uns herrlich vertraut vor. Wir landen am Parkplatz, können wegen eines gesperrten Tunnels nicht mit dem Auto weiterfahren und laufen den Rest des Weges zu Fuß. Wir erreichen den Brunnen, den Friedhof inklusive Angela, gehen an der Ranch vorbei und tada! Spätestens ab der Stadt macht Silent Hill 2 mehr als deutlich, dass es in die gleiche Remake-Kerbe schlagen will wie die Resident Evil-Neuauflagen. Also anstatt das Original einfach nur in einen schicken neuen Umhang zu stecken, wie etwa Shadow of the Colossus oder das kommende Metal Gear Solid Delta, passt Silent Hill 2 viele Details und auch Designentscheidungen an. Am auffälligsten ist die neue Verfolgerperspektive und das ist jetzt ja auch schon lange keine Überraschung mehr. Ja, die gab es streng genommen auf den Straßen der Stadt schon im Original, jetzt klebt die Kamera aber dauerhaft hinter James, also auch in Gebäuden. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass es keine schicken Einstellungen mehr wie diese gibt. Sehr schade. Trotzdem fühlt sich die neue Sicht beim Spielen sehr gut an. Wir sehen jetzt immer, was James sieht, trotzdem haben wir vor allem in Innenräumen nicht die perfekte Übersicht. Immer wieder stoßen wir auf tote Winkel, hinter denen allerlei Monster auf uns warten. So bleibt der Zweck einiger fester Kameraperspektiven sogar ein Stück weit erhalten. Auch mit der neuen Perspektive wirkt Silent Hill immer noch mysteriös, unheimlich und undurchdringbar. Auf den Straßen dank des dichten Nebels ja sowieso. Weil dieser Kern erhalten bleibt, gefiel uns die Verfolgeransicht sogar ziemlich gut. Nur in Zwischensequenzen hätte Bloober durchaus etwas kreativer sein können. Die sehen hin und wieder mit stumpfen Schuss-Gegenschuss-Einstellungen doch ziemlich uninspiriert aus. I'll be careful. I'm not lying. I guess I don't really care if it's dangerous or not. Was neben der fixen Perspektive in Silent Hill 2 ebenfalls schnell auffällt, die Stadt ist ein wenig größer und sogar etwas interaktiver als Anfang der 2000er. Neben den vielen bekannten Gebäuden aus dem Original gibt es auch komplett neu begehbare Häuser. Das kitzelt den Entdeckerdrang ganz ungemein. Dass wir nahtlos und ohne Ladebildschirm von Straßen in Gebäude spazieren, ist dann noch das i-Tüpfelchen. Und die Entdeckungstour lohnt sich auch. Wir finden Gegenstände für Rätsel, Medizin und manchmal hauen wir auch Fenster oder Autoscheiben kaputt. So kommen wir an dahinterliegende Items. Durchs ganze Glas kaputt machen fühlt sich nebenbei die Stadt ein bisschen interaktiver an. Stichwort Rätsel, davon finden wir sogar recht schnell komplett neue. Im örtlichen Musikladen entdecken wir eine kaputte Vinylplatte, die wir dann in Nilis Bar wieder zusammenfügen und in den Plattenspieler einsetzen. Die altbekannten Rätsel sind natürlich auch wieder mit dabei und profitieren teils sogar von der neuen Optik. Wenn James jetzt den Zeiger aus dem Klo fischt, schaut das nun angemessen widerlich aus. Bäh. Übrigens, Rätsel und Kampfschwierigkeit können wir wie gewohnt separat voneinander einstellen. Auf leicht erhalten wir dann beispielsweise auch direkte Hinweise vom Spiel. Aber keine Angst, die Herausforderung des Originals bleibt erhalten. Wer das Ende sehen will, muss gut mitdenken. Und das gilt auch für die Navigation durch Silent Hill. James markiert zwar auf seiner anfangs gefundenen Karte Hinweise, wohin es aber geht, wo das nächste Ziel liegt und wie wir dann dort überhaupt hineinkommen, das müssen wir selbst herausfinden. Klingt doch also wie eine runde Sache. Vielleicht hat der eine oder andere aber gemerkt, dass wir noch gar nicht über die Kämpfe gesprochen haben.
Und das hat auch einen guten Grund. Die bestätigen beim Anspielen nämlich fast jede Befürchtung, die wir im Vorfeld hatten. Die Gefechte im Original steuern sich ziemlich sperrig. James bewegt sich langsam und haut genauso lahm zu. Das war aber eine bewusste Designentscheidung. Der Mann ist eben kein Soldat und wehrt sich entsprechend nach bestem Gewissen. Das muss man nicht mögen, verfolgt aber eine klare Idee. Im Remake sieht die Sache anders aus. Hier fallen die Kloppereien ebenfalls sperrig aus, nur unfreiwillig. In der Theorie sollen wir dynamisch Kombos aneinanderreihen und ausweichen. Jedes Scharmützel soll so dynamisch und spannend bleiben. In der Realität reicht aber bei jeder Line Figure die exakt gleiche stumpfe Kombo. Schlagen, ausweichen, schlagen. Spannung sieht anders aus. Und es war noch nicht alles. Das Trefferfeedback stimmt vorne und hinten nicht. Ein wuchtiger Schlag mit einem massiven Holzbrett fühlt sich durch Sound und Animationen eher so an, als ob wir mit einem Stück Styropor die Wand abklopfen. Bei Schusswaffen denken wir die ganze Zeit, wir haben nur Platzpatronen drin. Dazu kommt noch, dass die Animationen genau wie in den bisherigen Ingame-Trailern sehr steif und teils unfreiwillig komisch ausfallen. Angriffe wirken abgehakt, einige Bewegungen spult das Spiel viel zu schnell ab, das kratzt sehr stark an der sonst so dichten Atmosphäre. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Zum einen bleibt das Gegnerdesign über alle Zweifel erhaben, zum anderen, und das ist noch viel wichtiger, wird James nicht plötzlich zu Rambo. Auf normalem Schwierigkeitsgrad reichten bei uns schon 2 oder 3 Gegner und wir waren Geschichte. Wir müssen uns also gut überlegen, wo wir wirklich kämpfen und wo wir lieber die Beine in die Hand nehmen. Vor allem, da Munition ein sehr rares Gut bleibt. Und genau wie im Original beeinflussen Gegnerstärke und Patronenmangel auch die Erkundung. Wir schlendern nicht etwa entspannt durch die Kleinstadt und freuen uns an jeder Ecke über Rätsel und nützliche Items. Nein, überall warten Monster. Wir gehen also vorsichtig durch die Straßen, haben in jedem Gebäude ein Auge für mögliche Angriffe offen und sind ständig auf der Hut. So baut das Spiel eine dauerhafte Drohkulisse auf, wo wir wirklich nirgends sicher sind. Wenn dann noch der Soundtrack von Akira Yamaoka einsetzt, entfaltet sich auch beim Remake eine ganz besondere Atmosphäre. Schneller als uns lieb war, waren unsere 3 Stunden mit Silent Hill 2 dann auch wieder vorbei. Und es waren erstaunlich spaßige 3 Stunden. Das Remake lockt ständig mit neuen Zielen, Bereichen und Rätseln und dann kommt noch die großartige Story obendrauf. Animationen und Gefechte bleiben dafür die erwarteten Schwachstellen. Gerade einige Figurenbewegungen wirken wirklich deplatziert, aber immerhin sind die Kämpfe nicht so leicht und bereichern so sogar die bedrohliche Kulisse. Dennoch zeichnet sich deutlich ab, dass dieser Gameplay-Bereich keine Stärke von Silent Hill 2 werden wird. Es wurde ebenfalls klar, dass das Remake eine ganz eigene Erfahrung sein wird. Wer sich an der neuen Kamera, Designanpassungen, Sprechern und anderen kreativen Änderungen schon im Vorfeld störte, den wird das fertige Spiel auch nicht überzeugen. Ob Silent Hill 2 nur ein gutes Survival-Horror-Spiel werden wird oder ob es sogar der Story vom Original gerecht werden kann, sehen wir spätestens am Release am 8. Oktober.